Man sagt immer, man soll sich in der Demokratie beteiligen. Aber was passiert mit der Demokratie, wenn sich Menschen beteiligen, aber nichts passiert? Das Beispiel des Don't Smoke Volksbegehren. Also, wenn Menschen sich beteiligen und nichts passiert, ist das schlecht. Was man braucht in der Demokratie, ist ein großes Engagement, eine große Vernetzung, um immer gemeinsam zu agieren und nicht einsam. Und was man auch braucht, ist viel Geduld. Die Voraussetzung von Demokratie, von liberalen Demokratie, darüber sprechen wir, ist die Beteiligung, die Möglichkeit der Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen, in der Regel der Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. So, das ist die Grundvoraussetzung für Demokratie. Volksbegehren haben verschiedene Konsequenzen, Effekte. Also jedes Volksbegehren hat einen Effekt, eine Konsequenz. Also wir können nie sagen, es passiert nichts. Diskussion, Debatte ist ein Aspekt von Demokratie, ein wichtiger Aspekt von Demokratie. Was bewirkt die Mediensperre in der Demokratie? Erstmal kann man, glaube ich, grundsätzlich festhalten, dass es dem Idealbild einer Demokratie sehr zuwiderläuft. Die Medien sind diejenigen, die Regierung und Repräsentanten kritisch begleiten sollen. Das ist die sogenannte Watchdog-Funktion, wie das dann im Englischen genannt wird. Also das sind diejenigen, die überprüfen und kontrollieren sollen, ob diejenigen, die uns als Bürger repräsentieren sollen, tatsächlich ihren Job auch vernünftig machen. Gibt es überhaupt noch eine seriöse Information von Politikern, Politikerinnen oder den Medien? Wie kommen wir zu seriösen Informationen? Ich denke, dass, was wir sozusagen auch in verschiedenen Ländern beobachten, die seriöse Information durch Medien, also hier sehen wir auch eine Spaltung, ein Auseinanderdriften. Wir haben auf der einen Seite den großen Sektor der Gratismedien, der Gratiszeitungen, sehen wir tagtäglich in Wien. Dort ist, würde ich sagen, gibt es keine seriöse Information. Und auf der anderen Seite gibt es nach wie vor aber den Qualitätsjournalismus, der Qualitätsjournalismus, der tatsächlich versucht, Antworten auf Fragen, auf Positionen, auf Probleme zu bekommen und die auch in einer vielfältigen Art und Weise wiederzugeben. Also ich bin nicht ganz so skeptisch. Es gibt noch den Qualitätsjournalismus. Er braucht das Wissen auch, dass hier Journalismus etwas kostet. Welche Rolle spielen soziale Medien bei der politischen Beteiligung in Demokratie? Spannende Frage. Und wir haben gerade schon das ein bisschen angeschnitten, die Rolle der sozialen Medien für demokratische Prozesse. Sie bieten Möglichkeiten zur Beteiligung, die deutlich niedrigschwelliger sind als das, was wir früher hatten. Und das ist sicherlich einerseits gut, andererseits sehen wir dadurch natürlich auch, dass, und das sage ich jetzt mal ganz undiplomatisch, dass jeder jeden Mist in den öffentlichen Diskurs einbringen kann. Welche Rolle spielen Bilder in der Demokratie? Kann man gezielt mit Bildern beeinflussen? Bilder spielen eine sehr große Rolle. Vorstellungen sind in unserem Kopf sehr oft in Form von Bildern vorhanden. Also wenn wir über was nachdenken, haben wir oft ein Bild dazu im Kopf. In dem Sinne beeinflussen uns Bilder in unserem Tag, in unserem Alltag, unserer Sozialisation, in unserem Lebensbereich sehr stark. Und beeinflussen in dem Sinne auch unsere Denkweisen und dann womöglich auch unsere Handlungsweisen in Politik und Gesellschaft. Im Hintergrund sieht man auch eine Ausstellung zu 100 Jahren Demokratie, die gerade im Entstehen ist. In der Ausstellung wird beispielsweise versucht, dass man Demokratie an Schulen zugänglicher macht, dass Demokratie in Form von Bildern an Schulen sichtbar ist und somit auch in die Vorstellung sozusagen integriert werden kann. Bald wird in der Europäischen Union gewählt. Wie lautet Ihre Botschaft an junge Menschen, die wahlberechtigt sind? Und was würden Sie ihnen ins Stammbuch schreiben? Also, wenn es noch Stammbücher gibt, dann würde ich gerne hineinschreiben, bitte wählen gehen, unbedingt.